Wir machen weiter, nämlich wenn sich Kabarett-Kapuzunder auf der Bühne treffen, dann spielt meistens auch der gute Zweck mit. Und so wurde gestern Abend in Wien wurden Spenden für Familien in Indien gesammelt. Es war ein unterhaltsamer Abend mit großem Nachdenkfaktor, also durchaus Unterhaltung mit Haltung. Das Globe Wien. Gestern standen nicht Shakespeare, sondern Sachen zum Lachen auf dem Programm. Kabarettgrößen und Musiker trafen sich, um die Lebensumstände von indischen Familien zu verbessern. Zum Totlachen ist einfach eine tolle Geschichte, wo der Entwicklungshilfe Club Wien, so ein langes Wort, das Geld bekommt von uns und wir uns aussuchen können, in welches Projekt wir unterstützen wollen, in welches Projekt das Geld gesteckt werden soll. Und das ist seit einigen Jahren eine tolle Organisation in Indien, die den armen Menschen hilft, den Monsun zu überstehen, die Zyklone zu überstehen, indem sie feste Häuser kriegen und dann in Folge auch Ausbildung, Schulzugang und, und. Der ein wenig makabere Titel des Benefizabends ist schon traditionell, zum Todlachen. Gestern gab es bereits zum 9. Mal Unterhaltung mit Haltung. Wir sind Männer über 40, wir haben graues Haar, wir rauchen 40 Zigaretten und wir schlafen in der Bar. Ich glaube halt, dass die Menschen, die hierher kommen, es verdient haben auch durch die Kartenpreise, die sie da zahlen, dass sie einen unterhaltsamen Abend haben, einen Abend, der nicht anstrengend ist. Und was wir da machen, ist die klassische Mixshow. Die einzigen in der Familie, die Weihnachten feiern wollten, waren die Moslems. Mein Vater, Tante, Onkel, lauter Perser, verstehst du? Lauter Muftis und alle Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Mit Unterhaltung in Form eines Benefits auch noch was Sinnvolles zu machen, neben der Unterhaltung, die ich an sich schon für sinnvoll halte. Aber wenn du jetzt das Bonus hast, dass du auch noch Menschen helfen kannst, dann passt es natürlich, selbstverständlich perfekt zusammen, ja klar. Und Weihnachten, islamische, persische Weihnachten gehen so, also es ist nicht viel Unterschied, der Christbaum schaut nach Mekka und der Karpfen ist verschleiert, aber sonst ist es eigentlich... Seitdem wir auch hier im Haus sein dürfen, das ist ja heuer zum ersten Mal, dass wir im Globe Wien sind, haben wir dadurch ca. 10.000 Euro mehr an Einnahmen, weil wir hier keine Miete zahlen müssen. Ich isse gern Fleisch und Wurst, ja, zum Beispiel. Ich hätte gerne einen Gemüseersatz. Ja. 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 Richtig. Ja. Ich hätte gern, ja, Brokkoli aus Salami. Das hätte ich. Ja. Ja. Hat immer wieder abgeplankt oder einfach sich nicht geredet oder er ruft nicht zurück. Und wer immer, das ist halt, ja, Künstler, Künstler, Künstler. Und heuer hat er selber gesagt, ich glaube, heuer komme ich da nicht aus. Wenn ich Gastgeber bin, muss ich spielen. Oder? Mit mir hat einmal ein Freund erzählt, dass er zu seiner Frau gesagt hat, was wünscht ihr dir zu Weihnachten? Hat sie gesagt, eine Scheidung. Hat er gesagt, so viel wollte ich gar nicht ausgeben. Ich glaube, dass das ein gemeiner Trick war. Ich habe ihm, glaube ich, schon viermal abgesagt, weil ich keine Zeit hatte, aufzutreten. Und jetzt als Direktor des Hauses bleibt mir natürlich nichts anderes über, als dass ich mitspielen muss. Wir haben einen Chor miteinander, weil du kannst die ganze Nacht. Ich glaube, dass gerade bei solchen Projekten, die ein bisschen sperrig daherkommen und man nicht so gut den Menschen draußen verkaufen kann, wie die armen Hunderln oder so, das Geld, das man dafür aufstellt, wahrscheinlich nie genug sein kann. Ein weiteres Gebiet, auf dem ich enorme Fähigkeiten entwickelt habe, ist das Anfassen von Schlangen. Ich überlasse es anderen Leuten, will ich vielleicht gebissen werden. Menschen bekommen ein Dach über den Kopf, Wasser zu trinken, ja, sauberes, reines Wasser, haben Zeit, in die Schule zu gehen, die Kinderchen. Und das macht Sinn, das macht großen Sinn. Und ich meine, der Titel zum Todlachen, ja, verpflichtet. Und da sagen sie dann immer, auf Reisen, da kann ich die Seele baumeln lassen. Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber wenn ich die Seele baumeln lassen will, dann gehe ich auf den Dachboden und suche mir den stärksten Querbalken aus. Und da es sehr viele verschiedene Menschen sind, die nicht für einen konkret kommen, man bemüht sich ein bisschen darum, gefällig wäre übertrieben, aber dass es doch nicht allzu sehr verstört, sondern tatsächlich ein bisschen den Geschmack trifft. Ich finde, Weihnachtsgeschenke haben ist großartig, weil jetzt in der Vorweihnachtszeit das zu kaufen ist, für mich ist das immer so, in der Marie-Hilfer-Straße oder wo auch immer, auch wenn der Van der Bellen wieder herumgeht, es ist ein bisschen so wie in einen Swingerclub gehen. Ja? Du reibst dich an wildfremden Menschen, ja, überall hast deine Hände, zahlst irrsinnig viel Geld und ein paar Tage später bist du krank. Das ist der Humor als Schuhlöffel, um Emotionen loszuwerden, ist immer gut und da sind wir als Österreicher, glaube ich, ja auch gut ausgebildet darin, das alles ein bisschen mit einem Schmunzler zu sehen.
Und so sorgten die Künstler gestern nicht nur fürs Lachen, denn rund 30.000 Euro wurden gespendet, um weiter am Dorf für 40 Familien in Indien zu bauen.